Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute gerne einmal meine Beauty-Sommerfavoriten vorstellen und ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt jetzt sehr gerne dran und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Falls ihr jetzt gerade im Hintergrund die ganze Zeit ein Rauschen hört, dann tut es mir echt leid, aber bei uns zu Hause wird im Garten jetzt gerade gearbeitet. Wir müssen mal eben mit dem Hochdruckreiniger den Pool sauber machen und von daher, ja, müssen wir da jetzt durch. Ich hoffe, es wird nachher nicht allzu schlimm werden, aber beim Schneiden werde ich es wahrscheinlich merken. So, wir legen jetzt einfach los mit meinen Sommerfavoriten. Ich habe mir hier richtig, richtig schöne Sachen rausgesucht, die mir persönlich total gut gefallen. Und ich würde sagen, wir fangen auch mit der Pflege an und arbeiten uns dann einfach so ein bisschen vor. Ja, Pflege. Pflege ist natürlich das A und O. Wenn die Pflege nicht stimmt, dann habt ihr keinen schönen, frischen Teint. Und das ist natürlich das, was wir auf jeden Fall wollen. Gerade jetzt auch im Sommer, wenn das morgens, wenn ihr aufwacht und man hat, also ich zum Beispiel habe immer dann so richtig schöne geschwollene Augenringe. Also hier unten ist so richtig schöne Tränensäcke und ich habe da ein richtig, richtig tolles Produkt. Und zwar ist das hier von Beauty Mates, dieser Augenlifting Booster. Der hat einen Phytokomplex, Vitamin B3 und Niacinamide sind enthalten. Was auch richtig toll ist, die Produkte von Beauty Mates, die sind natürlich frei von irgendwelchen Zusätzen. Also ihr habt dort keine Silikone enthalten, kein PEG, keine Mineralöle und die Produkte sind natürlich vegan und tierversuchsfrei. Ihr bekommt die Produkte von Beauty Mates alle im Online-Shop. Was auch richtig toll ist, sie bestehen aus reiner Wirkstoffkosmetik. Das heißt, sie sind auch natürlich für jeden Hauttyp quasi, könnt ihr dort was finden. Und sie sind sogar auch für sensible Haut geeignet. Ich habe natürlich auch wieder von Beauty Mates einen Rabattcode bekommen. Und zwar könnt ihr dort mit Steffi30 30% auf alle Produkte sparen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizuschauen, denn die haben eine ganze Range verschiedener Booster. Also wirklich, da ist für jedes Hautproblem die passende Lösung. Und jedenfalls habe ich hier den Augenlifting Booster. Den nutze ich immer morgens. Der steht bei mir im Kühlschrank, deswegen ist das so angenehm. Also falls ihr den zu Hause habt, dann probiert das mal aus. Stellt euch den in den Kühlschrank und ihr habt es morgens so wundervoll kühl unter den Augen. Der ist auf jeden Fall dazu da, um zum Beispiel dunkle Augenschatten zu reduzieren und Augenringe und Schwellungen. Und genau dafür ist der bei mir unverzichtbar. Und er erfrischt eben dadurch, dass er dann halt auch schön im Kühlschrank ist und schön kühl ist. Er kriecht nicht ins Auge, er fettet nicht. Und das Tolle ist, er ist auch auf dem Augenlid anwendbar. Das finde ich auch immer super. Der spendet intensive Feuchtigkeit und ist daher auch besonders geeignet für eine sensible Augenpartie. Da sind wir, glaube ich, alle ein bisschen sensibel um die Augen herum. Und darum, der ist ganz, ganz toll. Was ich jetzt durch Zufall gesehen habe, und zwar bei der lieben Astrid. Ich glaube, es ist Beauty Over Age Astrid heißt ihr Kanal. Und zwar hat sie auch jetzt gerade ein Video zu dem Augenlifting Booster gemacht. Und sie sagte, man kann den auch als Primer benutzen. Und das habe ich bis jetzt noch nicht probiert. Ich wollte es mal ganz kurz anstoßen. Das werden wir aber auf jeden Fall ein andermal nochmal testen. Denn heute möchte ich jetzt keinen Lidschatten auftragen, weil das doch sehr, sehr warm ist. Und ja, ich möchte jetzt einfach heute keinen Lidschatten auftragen. Aber das ist mal ein ganz, ganz toller Denkanstoß, den als Primer zu benutzen. Sie hat es auf jeden Fall getan und es hat bei ihr wohl sehr gut funktioniert. Also, why not? Warum sollte es bei mir nicht funktionieren oder nicht bei euch? Also, mal probieren als Augenprimer. Jedenfalls habt ihr hier so eine richtig schöne gelige Konsistenz und ihr könnt davon wirklich ein Tropfen reicht für beide Augenpartien. Also ich verreibe mir den, wie gesagt, hier einmal an den Fingern und dann tupfe ich mir den hier wirklich so unterm Auge auf
Und das ist so ein schönes, angenehmes Gefühl, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich gebe mir den halt auch richtig, richtig gerne auf dem Augenlid auf. Und das massiere ich mir dann einfach so richtig schön. Und wie gesagt, der zieht wunderbar schnell ein und hinterlässt halt so ein richtig schönes, frisches Gefühl. Und ja, ich liebe den einfach. Ich finde ihn klasse. Von mir echt eine ganz, ganz klare Empfehlung, wenn ihr auch an so geschwollene Augenlider leidet wie ich, dann ist der echt ganz, ganz toll. Ich habe natürlich nicht nur den Augenlifting Booster, denn dazu passend natürlich auch die Hyaluroncreme Boost. Ich benutze die schon seit, ich glaube seit 1,5 Jahren jetzt, kommt hin. Ich glaube seit 1,5 Jahren nutze ich die und das ist eine 24 Stunden Feuchtigkeitspflege, die ist für normale Haut, geht aber auch sehr, sehr gut für Mischhaut und ölige Haut, weil sie fettet nicht. Die zieht wunderbar schnell ein und hinterlässt so ein richtig schönes seidiges Gefühl auf der Haut. Und weil sie eben nicht fettet, ist sie halt eben auch sehr gut geeignet für eine ölige T-Zone oder für überhaupt ölige Haut und Mischhaut. Die ist halt eben. Also die war bei mir jetzt ganz neu. Also ich habe sie jetzt gerade ganz, ganz frisch geöffnet. Ich hatte die schon wieder leer gemacht. Und zwar gehe ich da ungern mit dem Finger rein. Ich habe immer hier so einen kleinen Kosmetikspatel. Und die könnt ihr euch natürlich auch noch als zusätzliche Pflege auch fürs Auge benutzen. Oder halt eben natürlich auch fürs ganze Gesicht. Aber ihr könnt natürlich auch jetzt noch einen Tropfen von diesem Augenlifting Booster damit reingeben. Das machen wir jetzt einfach mal. Dann haben wir hier einmal so einen Klecks von der Creme und den Augenlifting Booster. Und wenn ihr euch das Ganze dann so richtig schön auch nochmal verreibt, dann habt ihr nochmal eine extra Portion Pflege. Und das kann man sich dann natürlich auch genauso gezielt unterm Auge aufgeben. Und was ich auch immer gerne mache, das mache ich aber jetzt nicht, dass ich mir das auch noch bis über die Augenbrauen gebe. Ob es jetzt irgendwie, also mir gefällt das halt eben total. Ne, ich habe eben, das hier ist meine komplette Augenpartie und die pflege ich einfach am liebsten mit diesen Augenpflegeprodukten und ja, mit der Hyaluron-Creme Boost habt ihr quasi nochmal eine extra Portion Feuchtigkeit. Für mich eine ganz, ganz tolle Tagescreme, auch als Nachtcreme anzuwenden. Oder halt eben gezielt mit als unter der Augenpartie nochmal extra oder auch mit dem Augenlifting Booster. Das beides gibt es im Set. Das nennt sich das sogenannte Pretty Eye Set. Ich werde euch das auf jeden Fall einmal in der Infobox verlinken. Diese beiden Produkte im Set sind natürlich günstiger, als wenn ihr sie einzeln kauft. Aber vielleicht habt ihr davon ja schon irgendwas zu Hause. Ich habe einen Rabattcode und 30%, den dürft ihr sehr gerne nutzen. Und das Tolle bei diesen Boostern ist halt, habe ich euch ja schon gesagt, es gibt ja viele verschiedene und die lassen sich alle untereinander kombinieren, was richtig, richtig klasse ist. Also ihr könnt zum Beispiel den Augenlifting Booster auch mit der Creme mischen und dann gebt ihr euch zum Beispiel noch den Falten Control Booster mit rein oder den Peptide Lifting Booster. Also da gibt es halt eben für jedes Hautproblem ein Booster, natürlich eine ganz, ganz tolle Kombinationsmöglichkeit. Wenn ihr euch unsicher seid, welcher Booster vielleicht zu eurem Hauttypen passen könnte, dann gibt es die sogenannte KI-Hautanalyse. Da könnt ihr einfach so ein Selfie machen in einem guten Tageslicht, natürlich bei ungeschminkter Haut. Und diese künstliche Intelligenz des Computers, die ermittelt dann einmal eure Hautbedürfnisse und stellt daher individuell ein Set auf euch abgestimmt zusammen. Das könnt ihr dann natürlich so übernehmen oder ihr sucht euch natürlich nur die Produkte raus, die euch gefallen oder die euch zusagen. Finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Sache und auch nochmal ganz, ganz wichtig für euch zu wissen, ihr habt bei Beauty Mates eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn ihr euch dort Produkte kauft, bestellt und das passt irgendwie nicht, also wenn ihr zum Beispiel darauf reagiert oder wenn ihr sagt, gefällt mir doch nicht, das hält nicht das, was es verspricht, dann habt ihr halt diese 30 Tage Zeit, um euer Geld wieder zurückzubekommen. Ja, finde ich ganz, ganz toll.
Und ja, so viel zum Thema Beauty Mates. Machen wir einfach weiter mit dem Hautteint. Also wenn ihr eine gute Pflege aufgegeben habt, dann möchte man natürlich auch eine schöne, ebenmäßige Haut haben. Also wo halt die Poren ein bisschen verfeinert sind und Linien geglättet. Man möchte eine schöne Hautfarbe haben, also so einen schönen frischen Glow im Gesicht. Ich zum Beispiel. Und da habe ich zwei richtig, richtig tolle, leichte Foundations, gerade jetzt für den Sommer, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar ist es einmal von Lancôme die Teint Miracle Foundation. Die ist so unfassbar leicht auf der Haut und die zaubert auch so ein richtig schönes, frisches Ergebnis. Sie ist auch ja Skin Perfection, das heißt, sie perfektioniert einfach eure Haut. Sie hat einen SPF von 15, was jetzt nicht viel ist. Natürlich ersetzt das keinen guten Sonnenschutz. Bitte, denkt alle an euren Sonnenschutz, gerade auch jetzt zum Sommer hin, ist ein hoher Lichtschutzfaktor für eure Haut ganz, ganz wichtig. Ich habe die jetzt hier in der Farbe 02. Passt jetzt gerade bei mir noch relativ gut. Ich finde, sie dunkelt ein kleines bisschen nach. Was ich persönlich aber nicht schlimm finde, gerade jetzt, wo ich eh ein kleines bisschen mehr Farbe bekommen könnte. Das Tolle an ihr ist, sie ist ölfrei. Das heißt, sie fettet nicht. Ihr habt halt eben einfach ein schönes, frisches Ergebnis auf der Haut. Und was ich ja persönlich auch sehr gerne mag, ist ja dieses Foundation Mapping. Das heißt, ich gebe mir nicht die Foundation im ganzen Gesicht auf, sondern wirklich nur punktuell. Zum Beispiel einfach hier so, dort wo ich die vergrößerten Poren habe, halt eben so ein bisschen in der T-Zone oder wenn ich so ein bisschen Unreinheiten habe, dann decke ich mich mit so einem kleinen Pinselchen einfach ab. Und ja, richtig, richtig tolle Foundation. Und was jetzt auch relativ neu in meiner Sammlung ist, aber ich fand, die ist einfach perfekt und die wollte ich euch einmal zeigen. Und zwar ist das von L'Oreal, dieser Age Perfect straffender Make-up Balm. Den habe ich jetzt echt schon ein paar Mal benutzt und der hat mich überzeugt. Der ist so toll. Ich habe ihn in der Farbe 02. Er verfeinert, gleicht aus, glättet und strafft die Haut mit der Zeit. Was mir an dem total gut gefällt, ist diese leichte Auftragemöglichkeit. Also ihr habt hier das Produkt drin, ihr nehmt euch einen Pinsel, tüdelt da ein bisschen rum und gebt euch das auf. Die lässt sich erstmal so unfassbar einfach verteilen im Gesicht. Und sie macht sofort ein ganz, also eine perfektionierte Haut. Ihr habt wirklich das Gefühl, ihr habt nichts drauf. Man sieht nicht, dass ihr was drauf habt. Und ja, also ganz, ganz tolles Produkt, gerade auch jetzt für den Sommer. Finde ich toll, dass L'Oreal das zu diesem Zeitpunkt rausgebracht hat. Ist übrigens mein erstes Produkt aus der Age Perfect Reihe und ich glaube, es ist definitiv nicht mein letztes. Dann habe ich hier Puder. Denn ich habe einfach eine ölige T-Zone, ich muss mich abpudern und ich habe hier eine ganz, ganz tolle Empfehlung für euch, was mich so umgehauen hat. Das Puder ist echt der Wahnsinn. Das ist von M. Asam, das Magic Finish Final Touch Setting Powder. Das gebe ich mir dann am Ende, wenn ich mein Make-up fertig habe, gezielt ein kleines bisschen auf in der T-Zone. Und ich sag euch, das Puder, das hält unfassbar lange. Wahnsinn. Also es, ich glaube, ich muss mich nur noch einmal nachpudern, irgendwann am zum ja, frühen Nachmittag. Ansonsten hält das wunderbar. Das ist halt so, ja, das ist jetzt nur so eine kleine Probe, die hatte ich im Adventskalender. Aber das bekommt ihr sicherlich auch beim Rossmann, wo ihr diese M-Asam, da gibt es auch diesen Aufsteller. Habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht drauf geachtet, muss ich mal schauen. Aber das ist halt eben hier mit so einem kleinen Gitter drinne und von daher kann man das immer sehr gut dosieren. Ihr könnt euch das natürlich auch richtig gut unterm Auge aufgeben. Das kriegt nicht so doll in die Fältchen. Also man muss natürlich ein bisschen aufpassen, nicht zu viel auftragen, aber ist ja sowieso immer, ne? Weniger ist mehr. Von daher auch ein richtig, richtig tolles Puder, wo ihr einfach nicht das Gefühl habt oder man sieht nicht doll, dass ihr was drauf habt. Denn wir wollen ja einfach alle schöne, reine Haut haben. Das soll ja einfach so aussehen, als hätte man nichts gemacht. Dann habe ich zwei Lippenprodukte noch, die ich euch zeigen wollte. Und zwar einmal eine Soft Matte Lip Cream.
Das ist so eine unfassbar schöne, ja, jetzt Sommerfarbe. Ich finde den so toll. Das ist die Farbe Cannes. Der ist matt und der trocknet auch sehr gut an. Das ist so ein wunderschöner, leicht rosa Ton. Ja, geht so ganz, ganz leicht ins Bärige. Also, das ist so ein toller Farbton jetzt für den Sommer. Ich finde den wunderschön. Den trage ich im Moment in eine Tour. Also, wenn dann echt der. Einfach nur ein bisschen was auf den Teint, Mascara und dieser Lippenstift. Klasse. Und der hält auch richtig gut. Also, ich muss mir den einmal nochmal nachzeichnen am Tag. Ansonsten hält er von morgens bis abends. Wenn ihr natürlich was Fettiges esst oder so, dann geht er ganz schnell ab. Aber ansonsten normal essen, trinken. Klappt eigentlich relativ gut mit dem. Und der trägt sich halt so ganz, ganz langsam von innen nach außen ab, was ich auch immer relativ gut finde, weil dann kann man das immer noch mal ganz gut ausgleichen wieder. Und ein richtig, richtig schönes Produkt, was mich auch vom ersten Augenblick überzeugt hat und was einfach nicht wegzudenken ist. Ob es jetzt unbedingt ein Sommer, aber doch, es ist halt ein Favorit jetzt von mir, ne? Es geht ja um meine jetzigen Sommerfavoriten. Und zwar ist es von Essence ein Lippenöl. Ich liebe Lippenöle. Das wisst ihr, das ist bei mir, ich trage es jeden Tag. Und zwar ist das ein Cranberry-Lippenöl mit Tinting-Effekt. Der riecht erstmal überhaupt nicht so gut. Also ich finde, der riecht ein bisschen chemisch, künstlich. Also der Duft ist jetzt. Also nicht Cranberry für mich, nein. Aber der macht wirklich, also der ist erstmal sehr, sehr leicht auf den Lippen. Ich habe jetzt leider was drauf. Vielleicht kann ich es mir da so ein bisschen drüber geben. Und der macht halt eben die Lippen in so ein ganz, ganz leichtes Rot hüllt er die ein. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt sehen kann. Ach doch, doch, es wird rötlich. Also hier im Spiegel kann ich das ganz gut sehen. Und ich finde den einfach so schön. Also das ist jetzt halt wirklich ein normales Lippenöl, was jetzt echt nicht lange hält. Aber ansonsten gefällt mir das Ergebnis richtig gut auf den Lippen. Und ob es jetzt die Lippen pflegt. Aber im ersten Moment ist es halt eben sehr, sehr schön. Und mir gefällt diese getönte Farbe sehr gut. Ihr habt hier auf jeden Fall, was ist denn hier enthalten? Ja, feuchtigkeitsspendendes Lippenöl mit Cranberry und Vitamin E. Ja, es färbt die Lippenhaut semi-permanent. Also ihr habt halt so einen leichten, getönten Effekt auf den Lippen. Ja, aber der ist einfach schön, oder? Ich finde ihn toll. Klasse. Das war es auch schon wieder mit meinen wenigen Favoriten jetzt für den Sommer, aber es muss ja auch nicht immer viel sein. Aber die Produkte, die ich euch jetzt gezeigt habe, die sind für mich einfach unabdingbar. Ich finde die wunderschön, die zaubern einen richtig schönen, frischen, reinen Hautton. Und ja, von mir eine ganz klare Empfehlung. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt dran geblieben seid. Denkt auf jeden Fall an den Rabattcode bei Beauty Mates. 30% mit Steffi 30. Das lohnt sich auf alle Fälle. Also, falls ihr dort mal vorbeischauen möchtet, falls es euch interessiert, dürft ihr das sehr gerne tun. Da werde ich euch, wie gesagt, alles einmal in der Infobox verlinken. Da könnt ihr vorbeischauen. Und ansonsten, mich würde mal interessieren, was sind eure Sommerfavoriten? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Und ja, vielleicht kennt ihr davon ja auch ein paar, also von diesen Produkten, die ich euch gezeigt habe. Vielleicht ist da ja was dabei, was auch bei euch ein Favorit ist. Lasst es mich sehr gerne wissen. Wie gesagt, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!